So, meine Damen und Herren, dann könnten wir zur Tagesordnung kommen, wenn keiner etwas dagegen hat. Wenn nicht, würde man auch zur Tagesordnung kommen. 97, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde. Hessentags, das Fest aller Hessen. Wir danken allen ehrenamtlichen Einsatzkräften und Helfern, die dieses Fest möglich machen. 196444. Es spricht zunächst der Kollege Manfred Pentz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie in jedem Jahr die Vorfreude auf den Hessentag ist zu spüren. Das Hessentagspaar war hier im Hessischen Landtag, und man hat es gespürt. Sowohl das Hessentagspaar als auch die Stadt Korbach freut sich, dieses Fest in diesem Jahr ausrichten zu dürfen. Deswegen gilt unser Dank natürlich an diejenigen, die seit Monaten gemeinsam mit dabei sind bei der Organisation, mit den Verbänden, den Vereinen an einem tollen, tollen Programm. Deswegen, meine Damen und Herren, der Hessentag ist deutschlandweit das bedeutendste Landesfest, weit über Hessen hinaus bekannt. Der Hessentag schafft eine gemeinsame hessische Identität, und er präsentiert unser Land mit Traditionen, Bräuchen, mit seiner besonderen Art modern und aktuell wie eh und je. Im Mittelpunkt steht unser hessisches Lebensgefühl, das Feiern, das Zusammenkommen, das Austauschen, das Treffen, auch das Diskutieren mit den Parteien und den vielen Ausstellern. Deswegen wir danken allen Hauptamtlichen und vor allen Dingen den Ehrenamtlichen, die diesen Hessentag erst möglich machen. Meine Damen und Herren, zur Wahrheit gehört aber auch, dass einer der größten Aussteller dieses Jahr wieder die Bundeswehr ist. Die Bundeswehr ist als Teil ist sozusagen ja, unsere Parlamentsarmee, als Teil unseres Landes. Dafür gebührt ihr Respekt und Anerkennung und Wertschätzung. Und die GEW, die Gewerkschaft der Erziehung und Wissenschaft, die eigentlich als Lehrergewerkschaft die Interessen ihrer Mitglieder vertreten sollte, sieht das komplett anders. Und das will ich hier mal skizzieren. In einem Brief fordert sie die Schulleitungen hessischer Schulen dazu auf, mit den Schülern den Stand der Bundeswehr auf dem Hessentag nicht zu besuchen. Sie stellt in diesem Schreiben unsere Bundeswehr als Aggressor, ja fast als Feind der Republik dar. Und die GEW, diese Gewerkschaft, spricht davon, dass unsere Soldatinnen und Soldaten auf wesentliche Grundrechte wie das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit verzichten müssen. Sie tun dies, indem sie sie als Skandaltruppe beschimpfen und sie in den rechten Rand sozusagen der Gesellschaft drängen wollen. Und da muss ich sagen, als Christdemokraten, das können wir nicht zulassen. Sie beschädigen damit nicht nur einen Berufszweig, Sie beschädigen damit eine ganze Bundeswehr. Und, meine Damen und Herren, deswegen will ich es hier noch einmal klarstellen. Das ist nicht die einzige Aktion dieser Gewerkschaft. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass diese Gewerkschaft, sei es das Thema der illegalen Aufrufe der Lehrer zum Streik von vor 2 Jahren oder die Klage gegen das Streikverbot, mit der diese Gewerkschaft die Axt an die Wurzel des Beamtentums legt, ich möchte einmal wissen, ob tatsächlich alle GEW-Mitglieder wissen bzw. unterstützen, was diese Gewerkschaft dort treibt. Und unsäglich, meine sehr geehrten Damen und Herren, der LINKEN ist natürlich auch, dass in einer gemeinsamen Stellungnahme mit den LINKEN zur Verharmlosung der Blockupy-Krawalle bei der EZB-Eröffnung in Frankfurt die GEW Stellung nimmt. Und da wurde von Seiten der Lehrergewerkschaft der Polizei die Schuld an der Gewalt gegeben, die linke Ideologen und Chaoten organisiert haben. Das ist ein unsagbarer
unfassbarer Vorgang, meine Damen und Herren. Und deswegen, dieser Vorgang ist nicht nur unsäglich, die Bundeswehr derart zu beschimpfen. Nein, das ist auch ein Versuch von Funktionären der GEW, den Hessentag zu beschädigen. Und das lassen wir diesen Ideologen nicht durchgehen. Und deswegen schließe ich damit, dass wir weiterhin mit Freude auf den Hessentag schauen, dass wir uns auf viele gute Gespräche und Diskussionen freuen. Aber diese Art und Weise der Auseinandersetzung, die die GEW, die Gewerkschaft der Lehrer sozusagen führt, in aller Form ablehnen. Vielen Dank, Kollege Benz. Das Wort hat die Frau Abg. Knell, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Morgen ist es endlich wieder soweit. Der Hessentag 2018 startet. Und es ist die Möglichkeit, ja, juhu! Es ist die Möglichkeit für Korbach, sich nach außen zu präsentieren und für die Region zu werben. Ob jung oder alt, alle, die die Unterhaltung und/oder Kultur suchen, sind auf dem Hessentag richtig. Der Hessentag bietet immer wieder ein sehr attraktives Rahmenprogramm. Mit vielen Konzerten bekannter Künstler werden Menschen begeistert. Damit geht allerdings auch ein enormer Aufwand einher, der auch erhebliche Kosten verursacht. Deswegen bleiben wir auch bei unserer Position, dass ein Hessentag alle zwei Jahre ausreichen würde. Das soll aber die Freude am Ereignis selbst nicht schmälern. Vielmehr müssen wir die Tradition des Hessentages unabhängig von dieser Frage bewahren. Ziel des ersten Hessentages im Jahr 1961 war zunächst, Alteingesessene und Zuwanderer zusammenzubringen und den zahlreichen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen ein Gefühl für ihre neue Heimat zu verschaffen. Aber auch Hessen selbst hatte einen Nachholbedarf in Sachen Zusammengehörigkeitsgefühl, was das Land doch erst 1945 durch Entscheidungen der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs aus Gebieten entstanden, die 400 Jahre mehr oder weniger miteinander zu tun und getrennte Entwicklungen genommen hatten. Georg August Zinn verstand es, die verschiedenen deutschen Landmannschaften in Hessen und mit den Hessen zu integrieren, getreu dem Motto »Hesse ist, wer Hesse sein will«. Und dieser Tradition sollten wir auch heute noch bewusst sein. Deswegen ist es auch wichtig, dass man in Korbach auch die regionale Kultur live erleben kann. Ich bin froh, dass der Hessentag dieses Jahr in Korbach ist, in Waldeck-Frankenberg, in Nordhessen, und viele Menschen dann eben aus den südlicheren Gefilden wieder die Gelegenheit bekommen, zu sehen, was Nordhessen alles zu bieten hat. Wir haben in Korbach, in Waldeck-Frankenberg und in Nordhessen Natur pur. Wir haben viele Freizeitmöglichkeiten, und wir haben Potenzial. Kurzum, wir sind eine Chancenregion. Und wir sind eben nicht nur Standort für Mitfahrerbänke. Nein, wir sind Tourismusgebiet. Wir sind Universitätsstandort, Medizinstandort, Weltkulturregion, Märchenland und Innovationsgeber. Und ich wünsche mir, dass jeder das weiß, was es bei uns im Norden in Korbach zu sehen, zu hören und zu fühlen gibt. Aber, und das ist das große Aber, der Hessentag ist eben teuer, und durch die steigenden Sicherheitskosten wird er auch immer teurer, wie zuletzt in Rüsselsheim zu beobachten. Und deswegen auch unsere Forderung, auf einen Zweijahresrhythmus umzusteigen. Aber auch wenn nicht alle Kosten übernommen werden, der Hessentag ist natürlich unstreitig auch eine Art Konjunkturprogramm. Es wird gebaut, es wird aufgehübscht. Der Hessentag kann auch wichtige Impulse geben. Das steht für uns fest. Er beeinflusst die Region nachhaltig und tut viel Gutes für Landleute und eben auch für ganz Hessen. Und das ist schön für die Kommunen, in denen der Hessentag stattfindet. Aber im Grunde müssten ja auch alle Kommunen mehr gefördert werden. Und auch hier muss ich noch einmal die nordhessische Keule schwingen. Wir benötigen flächendeckende Infrastrukturmaßnahmen. Wir brauchen zum Beispiel digitale Autobahnen und eben auch echte Autobahnen, damit die Chancenregion nicht abgehängt wird. Ja, und oft sind unsere Straßen auch nicht die besten, aber das liegt eben auch an den klammen Kassen der Kommunen. Und diese müssen sehr viel leisten und bekommen nicht die Mittel, die sie eigentlich verdienen. Aber nun
Nun steht der Hessentag in Korbach an, dem ich einen friedlichen und fröhlichen Verlauf wünsche und viele Besucher aus Hessen und der ganzen Welt. Unser Dank gilt eben allen ehrenamtlichen Helfern und den Hauptamtlichen natürlich auch, aber vor allen Dingen ehrenamtlichen Helfern, die dazu beitragen, dass wir dieses Fest feiern können. Ich wünsche mir, dass auch viele von Ihnen kommen, damit Sie sehen, wie schön es bei uns in Nordhessen und in der Region ist und was wir zu bieten haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Oh, fahre Stunde. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, Korbach nach 1997 zum zweiten Mal Hessentag statt. Und, Kollege Pentz, die Freude ist auch in unserer Fraktion unermesslich. Die Kollegen freuen sich, wenn sie zum Standdienst eingeteilt werden. Ich schaffe das gerade. Finde aber die eine oder andere Lücke, weil ich weiß übrigens auch, wer von den anderen Fraktionen regelmäßig an den Ständen der Landtagsfraktion ist. Es ist durchaus ausbaufähig in alle Richtungen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also nicht nur Sonntagsreden im Landtag, sondern auch durch praktisches Anwesensein auch dokumentieren. Ja, meine Damen und Herren, natürlich hat der Hessentag eine große Geschichte seit Georg August Zinn, der Ministerpräsident, den Anfang der 60er Jahre installiert und eingerichtet hat zur Identitätsstiftung. Und er hat sich natürlich anders entwickelt im Laufe der 50. 55, 56, 57 Jahre. Damals eher ein Fest, sage ich mal, Trachtenumzüge sehr umschaubar, überschaubar. Mittlerweile natürlich auch, und das ist die kritische Anmerkung, durchaus mit Ansätzen zu Kommerz. Darüber haben wir auch im Hauptausschuss des Öfteren geredet. Muss das in dieser Form sein? Weil natürlich ein solches Fest über 10 Tage enorme logistische Herausforderungen stellt. Wir haben das aber letztes Jahr in Rüsselsheim gesehen. Die Identität muss auch zur Stadt passen. Das war in Rüsselsheim eindeutig nicht der Fall. Wir haben wunderbare Hessentagsstädte gehabt, wo die Bevölkerung mitgemacht hat, wo es auch gepasst hat. In Rüsselsheim hatten wir hohe Defizite bei den Besucherzahlen, aber insgesamt auch, wie der Ablauf war, weil z.B. die Besuchsstätten deutlich weit auseinanderlagen. Das ist in Korbach möglicherweise anders, weil die Stadt natürlich kompakter ist. Und deswegen muss man über die Struktur natürlich reden. Im Gegensatz zu anderen Fraktionen im Haus, ich nenne FDP und Grüne, mussten wir unsere Position zum Hessentag insgesamt nicht überdenken. Als die FDP in der Regierung war, hat sie gesagt, das ist alles in Ordnung. Sie war dann in der Opposition. Na, jetzt muss man mal darüber nachdenken. Als die Grünen in der Opposition waren, also alle 2 Jahre mindestens den Hessentag, wenn überhaupt, also da sind wir schon etwas stringenter als der ein oder andere. Natürlich, und Herr Bouffier, jetzt gibt es ein Kompliment an Sie und Ihre Regierung. Sie wissen, ich mache es ungern, aber wenn ich es mache, mache ich es ehrlich. Also, wenn die Regierung eines kann, ist natürlich die PR eine, die die Regierung nutzt. Und das können Sie unstrittig auch am Hessentag. Das ist Ihr Privileg, was Sie als Regierung haben. Und natürlich kostet ein Hessentag auch viel Geld. Und natürlich muss man auch sehen, dass die Städte Investitionen, Zuschüsse bekommen, vorfinanziert. Aber danach geht das Leben genauso weiter. Insofern hat die Frau Knell zu Recht darauf hingewiesen, der Hessentag darf keine einmalige Aktion sein. Er muss auch nachhaltig wirken. Natürlich kann man über die Struktur, wie das abläuft, reden. Ich will nur einen Satz zum Thema Bundeswehr sagen, weil Herr Pentz, an Ihrem Beitrag, an diesem Ausschnitt, hat man gemerkt, dass CDU und Linke sich dann doch irgendwie schon thematisch immer brauchen bei bestimmten Themen. Sie brauchen sich wechselseitig an der Stelle. Die Bundeswehr ist demokratisch legitimiert, ist Teil unseres Staatssystems. Sie wird auch kontrolliert durch das Parlament, und das ist auch gut so. Und wir haben auch kein Problem, dass die Bundeswehr sich dort präsentiert, repräsentiert, um das sehr deutlich zu sagen. Es entscheidet auch jeder, ob er dieses Angebot wahrnimmt. Genauso wie es die Schulen entscheiden, ob sie Besuche auf dem Hessentag in welcher Form organisieren. Ich finde, man muss die Position der GEW nicht teilen, aber ich finde, man kann sie wenigstens respektieren an der Stelle. Auch das gehört zum demokratischen. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Ich habe ganz klar etwas zur Bundeswehr gesagt. Ich teile an der Stelle nicht die Auffassung der GEW, aber das gehört zum demokratischen Diskurs, dass man unterschiedliche Meinungen in einer pluralistischen Gesellschaft auch aushalten muss. Auch das muss möglich sein. Und ich wünsche mir, dass auch Schulen insgesamt sich beim Thema Politik und gesellschaftliches Wirken auseinandersetzen. Und deswegen glaube ich, entscheidet das dann auch jeder am Schluss selber. Ja, wir werden dann die nächsten 10 Tage erleben. Ich hoffe nicht bei schönem Wetter in Korbach. Wir treffen uns vielleicht auch im Weindorf. Das hat sich in der Tat in den letzten Jahren etabliert.
um Gespräche zu führen, den einen oder anderen Wein zu trinken. Aber der Hessentag muss in der Tat nachhaltige Wirkungen. Nordhessen, auch die Region Waldeck-Frankenberg, bietet mehr als Wald und Wasser. Sondern Nordhessen ist für den einen oder anderen aus Südhessen weit entfernt. Das höre ich dann, wenn Sie zur Fraktionssitzung dann am Dienstag kommen, wie weit doch Korbach von Frankfurt und woanders entfernt seid. Das ist die gleiche Entfernung, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn man umgekehrt nach Frankfurt geht. Glauben Sie es mir, es ist die gleiche Entfernung. Ich kann Ihnen das mathematisch nachweisen. Ich kann Ihnen das nachweisen. Es gab ja Leute, die haben gesagt, wir brauchen nicht die Reaktivierung der Bahnstrecke Korbach-Frankenberg. Marburg gab es ja Leute, die sagen, die brauchen wir nicht. Nein, natürlich müssen wir den ÖPNV in der Fläche auch stärken. Wir brauchen eine vernünftige Vertaktung. Er muss bezahlbar sein. Und deswegen, ja, auch wir freuen uns in unterschiedlicher Intensität auf den Hessentag. Wir freuen uns auf schönes Wetter, viele Gespräche. Nordhessen bietet mehr als einen Hessentag. Nordhessen ist eine Region, die sich gut entwickelt hat. Und deswegen können wir den Menschen auch etwas zurückgeben. Auf ein gutes Wiedersehen in Korbach. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Günter Rudolph. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wahrscheinlich werden alle hier im Plenum in den kommenden 10 Tagen den Hessentag an einem oder an mehreren Tagen besuchen. Wir werden Gespräche führen, Veranstaltungen abhalten und uns im Getümmel kommerzieller und kultureller Angebote verlieren. Der Hessentag ist das älteste Landesfest in Deutschland und findet nun zum 58. Mal statt. Er hat damit Tradition entwickelt. Und es ist interessant, wie sich diese Tradition entwickelt hat. Ursprünglich als Ort der Begegnung zwischen alteingesessenen Hessen und neu ankommenden Kriegsflüchtlingen geschaffen, ist der Hessentag heute eher ein großes Spektakel mit einem unüberschaubaren Angebot. Natürlich wetteifern die ausrichtenden Städte längst darum, den besten und schönsten Hessentag auszurichten, ihm eine regionale Note zu geben und Gastgeber im besten Sinne zu sein. Und deshalb gilt natürlich auch mein Dank den mehreren Tausenden Haupt- und vor allen Dingen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Der ursprüngliche Sinn des Hessentages, also die Begegnung zwischen Kulturen und Traditionen, sollte uns aber wichtiger sein als Kommerz und Remi-Demi. Der Satz von Georg August Zinn, Hesse ist, wer Hesse sein will, wird von allen Fraktionen gerne zitiert. Und ich wünschte mir, dass er über die Reden zum Hessentag hinaus immer Gültigkeit hätte. Denn er besagt, niemand ist ausgeschlossen, der dabei sein will, der seine oder ihre eigene Identität mit einbringt. Deshalb, der Hessentag kann auch heute eine wichtige Rolle spielen, wenn wir offen, neugierig und ohne Angst dem anderen begegnen. Als LINKE haben wir aber auch kritische, deutliche Kritik an der Ausrichtung des Hessentages in den letzten Jahren. Wir finden, er ist zu groß, zu lang, zu teuer und zu kommerziell geworden. Hier gilt der Spruch, wer alles macht, entscheidet sich für nichts. Und deshalb haben wir vorgeschlagen, den Hessentag in seiner Länge auf die Hälfte zu reduzieren oder ihn nur noch alle 2 Jahre durchzuführen. Eine Entscheidung für sinnstiftende Qualität statt unüberschaubarer Masse zu treffen, könnte dem Landtag durchaus gut zu Gesicht stehen. Und verschuldete Kommunen nach dem Hessentag sollten nicht weiter zur Tradition gehören. Auch in diesem Jahr wird DIE LINKE gegen die Anwesenheit und Werbung der Bundeswehr auf dem Hessentag demonstrieren. So ist es. Wir haben viele Themen, Herr Präsident, aber das ist eins, das uns wichtig ist. Und offensichtlich ist es ja der CDU so wichtig, eine Aktuelle Stunde zum Hessentag hier zu machen, in der sozusagen eine Abrechnung mit einer GEW-Position vorgenommen wird. Also am Thema vorbei, würde ich sagen, Herr Pentz. Und ich sage Ihnen mit Stolz,
als Gewerkschaftssekretär einer befreundeten DGB-Gewerkschaft zur GEW. Machen Sie sich keine Gedanken über die GEW. Die GEW wächst. Sie findet immer mehr Unterstützung unter den Lehrerinnen und Lehrern. Das sollte Ihnen und Ihrer Politik sehr zu denken geben, Herr Pentz. Das sollte Ihnen sehr zu denken geben. Und eines will ich an dieser Stelle auch noch sagen. Wie Sie gedanklich einen Schlenker zu Blockupy, von der GEW zu Blockupy machen, das bleibt Ihr Geheimnis. Das ist für keinen nachvollziehbar. Das ist für keinen nachvollziehbar. Und wenn wir über Blockupy reden, dann reden wir auch über Blockupy 2013, Herr Pentz, nicht nur über Blockupy 2015. Das sage ich Ihnen auch an dieser Stelle. Wenn Sie das Thema anfassen, dann natürlich auch richtig und in aller Konsequenz. Meine Damen und Herren, die Hessische Verfassung sagt klipp und klar, der Krieg ist geächtet. Warum lassen wir dann Kinder auf Panzerhaubitzen spielen und in Kampfjets steigen? Das müssen Sie mir einmal erklären. Es ist für uns nicht akzeptabel, dass die Bundeswehr dort junge Menschen rekrutiert, denn Deutschland ist an Kriegen beteiligt, auch wenn sie nicht bei uns vor der Haustür sich abspielen. Dies war auch nicht Tradition, in welcher der Hessentag 1961 zum ersten Mal im Nachkriegsdeutschland ausgerichtet wurde. Und deshalb sage ich zum Schluss, ich freue mich auf einen schönen, bunten, friedlichen und uns zusammenführenden Hessentag in Korbach, im Wunsch nach weniger Kommerz und ohne Militär. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Daniel May, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon zutreffend gesagt worden, der Hessentag ist ein Ereignis, das in seiner Größe und Strahlkraft seinesgleichen sucht und weitaus größer ist als vergleichbare Landesfeste in anderen Bundesländern. Ich finde, dass das heute Morgen eine gelungene Aktuelle Stunde ist, wenn wir uns darüber einig werden, dass dieses große Landesfest nur dann gelingen kann, wenn wir eben auf die Mitarbeit, auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger zählen können. Ich kann Ihnen aus der Hessentagsstadt Korbach berichten, dass das in Korbach auf jeden Fall der Fall sein wird. Der Hessentag ist dazu da, das Verbindende zu betonen. Und von daher ist es bedauerlich, dass an dieser Stelle dann wieder das Trennende so hervorgehoben wurde. Herr Schaus, Sie haben gesagt, dass Merz und Remi Demi im Vordergrund stehen würden. Ich glaube, dass Sie dort etwas an dem, was es für die Bürgerinnen und Bürger, die in der Hessentagsstadt sich dafür engagieren, etwas dran vorbeigehen, sondern dass der Hessentag sehr wohl einen gleich großen Anteil hat, was das Engagement von ehrenamtlich Tätigen angeht, wo Leute mit Freude sich für ihre Stadt, für ihre Hessentagsstadt engagieren. Von daher glaube ich, dass da Ihre Kritik etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Und auch das nur als kleine Randnotiz. Dort, wo die Linkspartei selbst regiert, und in Thüringen stellen Sie ja sogar den Ministerpräsidenten, dort gibt es auch einen Thüringen-Tag. Ich habe mir da einmal die Thüringer Allgemeine vom 12. Juni 2017 angeschaut, wo Titel für Thüringen-Tag in Apolda klingt erfolgreich aus. Und dort wird dann weiter ausgeführt, die 16 Themenmeilen, die im gesamten Stadtgebiet verteilt waren, erfreuten sich am Samstag regen Zuspruchs. So konnte man sich etwa auf der Blaulichtmeile über Ausbildungsmöglichkeiten Polizei und Bundeswehr informieren. So, und was sagt Herr Ministerpräsident Ramelow? Der kommt an dieser Stelle nur einmal vor. Der traf dort nämlich die Thüringer Weinprinzessin und genoss einen guten Tropfen. So viel zum Thema Aufgeregtheit der Linkspartei in anderen Ländern. Von daher möchte ich lieber über die Bedeutung des Hessentags für Korbach sprechen. Der Kollege Rudolph hat schon darauf hingewiesen, dass wir mit der Kurhessenbahn Frankenberg-Korbach eine ganz wichtige
Infrastrukturentscheidung zusammen mit dem Hessentag für Korbach entwickelt haben. In der Stadt hat sich einiges in den vergangenen Jahren entwickelt. Wir haben bei der Ausgestaltung des Hessentags darauf Acht gegeben, dass der Hessentag auch zur Stadt passt. Das heißt, dass die Größe der Veranstaltung auch zur Größe der Stadt passt. Deswegen sind die Arenen nicht so groß, wie sie vielleicht in anderen Städten mal gewesen sind. Aber ich glaube, dass wir dort ein passendes Angebot geschaffen haben. Und wenn Sie sich mit den Leuten in Korbach auseinandersetzen, wenn Sie mit denen sprechen, dann merken Sie, dass da ganz viel Engagement, ganz viel Energie an den Tag gelegt wird. Wenn ich da in meinem Umfeld mal schaue, zum Beispiel das Ehepaar Friedrich und Ursula Bachmann, die ich kenne, die dort 8 Tage auf dem Hessentag und zwar ganze Tage sich für den historischen Goldbergbau am Eisenberg engagieren, im Zelt von Natur auf der Spur, dann sehen Sie, wenn dort 8 ganze Tage von Leuten ehrenamtlich engagiert wird, eingebracht werden, welche hohe Identifikation dort mit dem Hessentag stattfindet. Von daher sage ich, es ist vollkommen richtig, dass wir heute als Politik sagen, vielen Dank, liebe Ehrenamtliche, liebe Helferinnen und Helfer, ohne euch würde dieser großartige Hessentag nicht gelingen. Von daher glaube ich, zeigt sich doch sehr deutlich, dass der Hessentag nach wie vor identitätsstiftend ist. Er bringt Organisationen und Kreise aus ganz Hessen in Korbach an der Hessentagsstadt zusammen. Von daher bringt er auch Politik, er bringt Politik, er bringt Institutionen mit der Bevölkerung zusammen. Die 750.000 bis 1 Million Besucher, die in Korbach zusammenkommen, verfünf- bis versechsfachen die Einwohnerzahl Korbachs für diese Zeit und kumulieren die gesamte hessische Gesellschaft auf einen Ort. Ich finde das ganz großartig. Ich finde es im Übrigen auch ganz großartig, dass mal eine Woche lang, 10 Tage lang ganz Hessen zu mir kommt und ich nicht immer fahren muss. Und abgesehen davon glaube ich, dass wir ein großartiges Fest haben werden. Wir haben in Korbach nicht nur die größte Goldlagerstätte Mitteleuropas, sondern ich glaube, auch der Hessentag liegt in Korbach goldrichtig. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es sprach eben als Letzter, glaube ich, ein Korbacher. Und er hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Herr Kollege May, ich danke Ihnen sehr. Meine Damen, meine Herren, es ist im Hessischen Landtag eigentlich wie immer. Wir haben das größte Fest in Deutschland. Das ist für sich gesehen zwar etwas Einmaliges, aber nicht unbedingt etwas ganz Besonderes. Wir haben ein Fest, um das uns alle in Deutschland beneiden. Ich lade Sie einmal herzlich ein. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wie viele Leute aus ganz Deutschland zu diesen Hessentagen kommen? Die sich einmieten und eine Woche dort bleiben, von der Nordsee bis nach Bayern. Und das ist ein Gesichtspunkt, den man einfach einmal hinzufügen muss. Meine Damen und Herren, dieser Hessentag, von Georg August Zinn hier beschrieben, richtig gegründet, ist ein Juwel. Es ist etwas, worauf wir stolz sein dürfen. Es ist etwas, was Freude macht vielen Menschen in diesem Lande. Und bewahren wir uns gelegentlich die Fähigkeit zur Fröhlichkeit und zur Dankbarkeit. Das, was wir immer und immer hier diskutieren, ist ja schön. Gehen Sie einmal nach Korbach, gehen Sie in jede Stadt, wo der Hessentag war. Glauben Sie, die sind so interessiert an dem, was wir hier gelegentlich hören, ob es alle 2 Jahre oder linksrum und rechtsrum ist? Ich möchte eigentlich gerne 2 Dinge heute tun. Ich möchte den eigentlichen Antrag aufgreifen. Ja, es ist so. Das ist ein Fest der Bürger für Bürger. Es ist das größte Bürgerfest, meine Damen und Herren. Und die Fähigkeit zur Fröhlichkeit beinhaltet, dass wir all diese kleinen Geschichtchen da links und rechts wegnehmen. Lieber Herr Kollege Rudolph, in der Zeit von 1960 bis 1987 und von 1991 bis 1999 haben Sie die Regierung gestellt. Und da fanden Sie den Hessentag prima. Und jetzt sind Sie in der Opposition, und ich verstehe das ja auch. Aber es ist nicht ein. Hören Sie doch erst einmal zu. Ich habe doch gerade gesagt. Verzeihung. Lasst uns doch fröhlich sein bei einem Fest aller Hessen.
Ich wollte Sie einladen. Natürlich hat eine Regierung dort viele Möglichkeiten. Aber es ist nicht das Fest einer Regierung. Es ist das genau deshalb. Deshalb sage ich es, Herr Schäfer-Gümbel. Haben Sie den parlamentarischen Geschäftsführer gerade eben gesehen? Nein, die Regierung stellt sich da. Kinder, das ist der falsche Ort. Liebe Kollegen, sind wir nicht einmal in der Lage, aus diesen eingetretenen Furchen, aus diesem elenden ewig das Gleiche herauszutreten? Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das Wort hat der Ministerpräsident. Also, dann halte ich jetzt einmal fest. Wir sind uns alle einig, wie der Kollege Franz, der mir gerade zustimmt. Das ist ein Fest für alle. Was zur Bundeswehr zu sagen ist, und den LINKEN hat der Kollege May vortrefflich formuliert, das muss man nicht wiederholen. Aber was man gar nicht oft genug wiederholen kann, ist die Tatsache, dass dieses Fest zwar 10 Tage dauert, aber auf Jahrzehnte wirkt. Es ist heute so attraktiv wie ehedem. Es wird immer attraktiver. Wir haben immer mehr Bewerber. Und wenn Sie die Debatte hier verfolgen, fragt man sich gelegentlich, warum sind denn so viele Städte daran interessiert? Weil es für die Stadt, für die Region eine Riesenchance ist, weil es Menschen zusammenbringt und weil es ein so buntes Angebot gibt, zugegebenermaßen ein sehr großes Angebot, das möglichst viele Menschen erreicht. Ich finde das nicht Anlass zur Kritik. Ich finde das durchaus Anlass zur Freude. Und, meine Damen und Herren, das kann nur gelingen, wenn viele Menschen mitmachen. Und deshalb möchte ich heute Danke sagen den über 3.000, Sie haben richtig gehört, über 3.000 Ehrenamtlichen, die dort in Korbach das Fest zum Fest der Bürger machen. Wir haben das Beispiel von diesem Ehepaar eben gehört. Es gibt ganz viele, die als Gästebetreuer unterwegs sind. Es gibt Familien, die zum Beispiel anbieten, Kinder von Besuchern nachmittags zu betreuen, damit die Eltern dann ungestört bummeln können. Es gibt ganz viele, die in den Bereichen der Ehrenamtsarbeit erläutern, die zur Verfügung stehen, die ältere Menschen abholen, sie wieder zurückbringen. Das ist gelebte Bürgerschaft. Und das gelingt nur, wenn Menschen etwas tun, was mehr ist, als was sie müssen. Wenn jeder nur das macht, was er muss, dann ist diese Gesellschaft ärmer, und dann wird auch das nicht gelingen, was ein solches Fest ausmacht, nämlich Freude und eine Gesellschaft, in der der eine für den anderen mit Freude sich einbringt. Das ist auch Hessentag, und das können Sie jedes Mal erleben. Und ohne diese vielen Ehrenamtlichen, ich will auch einmal hinweisen, ohne die Freiwilligen Feuerwehren, ohne die Hilfsorganisationen wäre das alles nicht möglich. Und ich will einen zweiten Punkt noch erwähnen, weil es ist bisher nicht gesagt worden, wenn wir vom Ehrenamt reden. Es ist das größte Fest der Ehrenamtler im ganzen Lande. Meine Damen und Herren, gelegentlich begegnen wir uns ja bei diesen Festen. Wenn da im Regelfall 3.000 bis 4.000 Landfrauen kommen, das sind alles Ehrenamtler, durch die Bank weg, die wir dort nicht nur treffen, alle Fraktionen, sondern auch wertschätzen für ihre Arbeit. Und ich nehme die als Beispiel. Oder wenn wir mindestens 5.000 Leute vom VdK dort haben, das ist die einzige Veranstaltung, die es überhaupt gibt in dieser Form. Wollen wir das verändern? Ich will das nicht verändern. Und das sind zwei Beispiele. Ich könnte Ihnen zig Organisationen nennen, die sich auf dem Hessentag treffen. Das ist ein Treffen für die. Das ist aber auch eine Gelegenheit, uns zu informieren, zu diskutieren, aber auch Danke zu sagen. Wenn es richtig ist, dass der Ehrenamt der Kitt dieser Gesellschaft ist, dann kann man das nirgends besser erleben als auf dem Hessentag. Und deshalb hat dieser Hessentag nicht nur die Funktion, wie sie vielfach beschrieben ist, sondern wenn wir ihn nicht hätten, müsste man ihn eigentlich erfinden. Wo sonst haben gerade die Ehrenamtler so viel Gelegenheit, sich zu präsentieren, mit der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen, dafür zu werben, dass junge Menschen sich vielleicht auch engagieren, und das alles eingebettet in ein fröhliches Fest? Ja, was gibt es denn Besseres? Und deshalb kann ich nur sagen, die Landesregierung wird wie jedes Jahr die Ehrenamtler am Helfertag bzw. in der Helferfestveranstaltung ehren.
Ich finde es sehr gut, dass der Hessische Landtag heute Gelegenheit nimmt, all diejenigen, die das Fest zu dem machen, was es ist, nämlich ein Bürgerfest, Danke zu sagen. Deshalb hat sich das aus meiner Sicht gelohnt. Ich lade Sie herzlich ein. Wir werden uns oft sehen, lieber Herr Kollege Rudolph, nicht nur am Tag des Dienstags, wo alle Fraktionen kommen. Sie haben es ja auch näher als alle anderen. Ich will nur eines sagen. Lassen wir uns die Fröhlichkeit nicht nehmen. Wir haben genügend Themen, über die wir streiten, engagiert und richtig. Aber der Hessentag, das ist das Fest aller Hessen, auch aller 110 Abgeordneten. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE, 2,5 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, ich wollte mich in dieser Debatte gar nicht zu Wort melden, aber ich finde es schon, wenn Sie sich hier hinstellen, und sagen, dass man den Hessentag als Bürgerfest nicht zum Gegenstand von politischen Streitereien machen sollte, dann bin ich mir erstens nicht ganz sicher, an wen sich diese Kritik in dem Fall eigentlich richtet. Und ich bin mir nicht sicher, ob Sie im Raum waren, als Ihr Generalsekretär gerade diese Rede gehalten hat, Herr Ministerpräsident. Die CDU beantragt eine Aktuelle Stunde zum Hessentag. Und diese Aktuelle Stunde, dieser parteipolitische Versuch einer Vereinnahmung, nutzt sie nicht dazu, um den Ehrenamtlichen zu danken. Das haben Sie getan. Sondern Ihr Generalsekretär nutzt das für eine Diffamierung einer DGB-Gewerkschaft, nämlich der GEW. Und das ist auch nicht das erste Mal diese Woche. Herr Schwarz hat gestern die GEW als fünfte Kolonne der Linkspartei bezeichnet. Herr Pentz hat heute davon gesprochen, die GEW, das seien Ideologen, und hat sich mit der Frage des Lehrerstreiks und sonst was allem auseinandergesetzt. Ich finde es nicht in Ordnung, mit einer DGB-Gewerkschaft, die Tarifpartner ist, die Verhandlungspartner ist, den Hessentag, eine Aktuelle Stunde zum Hessentag zu nutzen, um die GEW in dieser Art und Weise zu diffamieren. Das ist absolut unerträglich, was Sie hier machen, meine Damen und Herren. Und wenn sich danach dann noch der Ministerpräsident landesväterlich hier hinstellt und sagt, lasst uns doch alle einmal ein schönes Fest feiern und nicht drüber streiten, nach dieser Eröffnungsrede, dann finde ich, Herr Ministerpräsident, diese Worte hätten Sie richten müssen an Ihren eigenen Generalsekretär. Der hat diese Debatte in dieser Form angefangen. Und deswegen ist das eine parteipolitische Vereinnahmung des Hessentages. Wir haben ganz deutlich gesagt, wir natürlich danken wir den ehrenamtlichen Helfern. Wir haben uns gesagt, wir wollen uns den Hessentag wünschen, nämlich ohne Bundeswehr, ohne Kriegsgerät, auf dem Kinder rumklettern. Aber was Sie hier gemacht haben, das ist einfach nicht in Ordnung. Und ich finde, das kann hier so auch nicht stehen bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Armin Schwarz. Meine Damen und Herren, einen Moment. Jede Fraktion hat 2,5 Minuten zusätzliche Redezeit begonnen. Sie können sich alle wieder beruhigen. Machen Sie ein paar Übungen mit den Fingern, da wird man ruhiger. Der Kollege Armin Schwarz hat das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Morgen am Tag ist es soweit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute fröhlich dieses Thema Hessentag bereden und nicht mit einer solchen Rede, wie wir eben gerade noch einmal gehört haben, in die morgige Veranstaltung hineingehen. Wir stehen vor 10 Tagen Feierlichkeiten, vor 10 Tagen Fröhlichkeit in einer tollen Hessentagsstadt, in der einzigen Hansestadt, die es in Hessen gibt, nämlich in Korbach. Und von daher sollten wir uns gemeinschaftlich darauf freuen, was in den nächsten 10 Tagen bei über 1.000 Veranstaltungen dort stattfindet. Und ich freue mich dort, Sie alle gemeinsam mit dem Kollegen May begrüßen zu dürfen. Wir sind nämlich dort gemeinsam verortet und fühlen uns dort gemeinsam wohl, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich noch einmal eins sagen. Dieser Hessentag ist eine grandiose Erfolgsgeschichte. Und dieser Hessentag ist eine grandiose Erfolgsgeschichte in jedem Jahr. Deswegen gilt das, was ich seinerzeit als Sprecher unserer Fraktion im Hauptausschuss gesagt habe. Der Hessentag ist wunderbar, deswegen feiern wir ihn jedes Jahr. Und das gilt und das bleibt, und das werden wir auch in Zukunft tun.
und am Dienstag war Bürgermeister Klaus Friedrich mit dem Hessentagspaar hier im Haus und hat ja nun eindrucksvoll gezeigt, wie toll die Stimmung vor Ort ist. Und er hat eindrucksvoll beschrieben, was für eine Hebelwirkung ausgelöst wird mit den Investitionen seitens des Landes. Das sind 6,5 Millionen € plus 2 Millionen €, die wir dann noch hinzugeben für Programm und für entsprechende Sicherheitsvorgaben, die da sind, die einzuhalten sind. Aber damit werden gleichzeitig 25 zusätzliche Millionen ausgelöst, die investiert werden. Korbach brummt, die Region brummt, alle Hotels drumherum, von Willingen bis Bad Wildungen bis Bad Arolsen sind ausgebucht. Eine fantastische Region mit einem Riesenimpuls nach vorne. Deswegen finde ich es der Sache wert, und es ist der Veranstaltung wert, es ist der Ehrenamtlichen wert, dieses mit Fröhlichkeit heute hier zu besprechen und nicht im kleinen Karo über kleine Debatten, Frau Kollegin Wissler, dieses kaputt zu reden. Wir als CDU-Fraktion haben eine klare Positionierung. Wir gehen zu allen Veranstaltungen, und wir gehen auch zum Stand der Bundeswehr mit dem Chef des Landeskommandos Hessen, zu Oberst von Röder, haben wir einen prima Draht. Und wir danken den Soldatinnen und Soldaten, die ihre Arbeit für unser Vaterland leisten. Ich freue mich darauf, Sie in Korbach als Waldecker Jung begrüßen zu dürfen. Das wird eine tolle Veranstaltung in einer der schönsten Regionen Hessens. Wir freuen uns auf ein goldrichtiges Landesfest. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schwarz. Damit ist dieser Punkt beendet.